Im Spitzenduell der Frauenhandball-Bundesliga hatte die HSG Blombeck-Lippe am Mittwochabendspiel das Nachsehen. Die Gäste der SG BBM Bietigheim reisten als Favorit an die Ulmallee. Seit 2015 gab es für Blombeck keine Punkte mehr gegen den zweifachen deutschen Meister. Die Partie startete zunächst ausgeglichen, nach 15 Minuten stand es 7:7. Federführend hierbei Nele Franz und eine starke Marie Michalczyk, die ein gutes Auge bewies. Ich finde, wenn wir in der die ganze Zeit die Aggressivität aus der zweiten Halbzeit auch in der ersten Halbzeit schon gebracht hätten, hätten das Bietigheim noch schwerer gemacht. Dann wären wir auch mehr in unser Tempospiel gekommen. Kurze Zeit später übernahm Bietigheim das Zepter und setzte 3 Tore in Folge, darunter eins von der ehemaligen Blombergerin Xenia Smits, die zum ersten Mal seit 6 Jahren das Parkett der Ulmallee betreten hatte. Halbzeitstand 11:14, noch alles drin. Blomberg kämpft weiter. Sicherer Rückhalt der Blomberger Defensive, wieder einmal Melanie Veit mit wichtigen Paraden und die Kapitänin Laura Ruffieux, die es heute mit großgewachsenen Gegnerinnen zu tun bekam. Ja, ich glaube, wir waren in der ersten Halbzeit ein bisschen zu mutlos, sind nicht so gut in die 1-gegen-1-Bewegung gekommen, haben nicht so gut aus dem Rückraum geworfen und auch nicht getroffen und haben in der Abwehr nicht so einen guten Zugriff bekommen. Zweite Halbzeit ging dann, glaube ich, unentschieden aus. Es war dann phasenweise okay. Zum Ende hin spielte Bietigheim ihre Routine aus. Die HSG Blombeck-Lippe verliert 24:29 gegen einen Gegner, der heute durchaus schlagbar gewesen wäre. Steffen Birkner sieht es gelassen, hat jetzt schon den Fokus auf den nächsten Gegner, den Buxtehuder SV. Der BSV und Dirk werden sich gut auf uns vorbereiten, werden aus den 2 Spielen die Lehren gezogen haben. Und wir müssen jetzt unsere Lehren aus dem Spiel heute ziehen. Wir haben jetzt 2 Einheiten Zeit, um uns auf den Gegner vorzubereiten, um dann die Punkte aus Buxtehude mitzunehmen. Das muss unser Ziel sein. Wir wollen um die internationalen Plätze mitspielen. Und deswegen sind die Punkte dort wichtig, die da zu holen. Und deswegen geht es jetzt in eine Eistonne, um zu regenerieren.